Welcher Begriff aus Ihrer Sicht angebracht? Menschen mit Down-Syndrom oder Menschen mit Trisomie 21? Also ich finde den Begriff Mensch mit Trisomie 21 treffender, einfach weil er beschreibt, worum es geht. Das Chromosom 21 ist einfach dreifach vorhanden. Down-Syndrom geht eben auf John Langton Down zurück, aber man ist sich, also es ist streitbar, ob er tatsächlich der erste Mensch ist, die erste Person ist, die dieses Syndrom eigentlich beschrieben hat. Und ich finde auch die Beschreibung von John Langton Down nicht besonders präzise. Also es gibt ein paar Dinge, die mittlerweile widerlegt worden sind, von denen er geschrieben hat. Fragt man jetzt Menschen mit Trisomie 21, dann präferieren die meisten tatsächlich Down-Syndrom. Eine Bekannte von mir oder eine Freundin von mir, die auch Praktikantin bei uns an der Uni war, Theresa Knopp, die hat mal in einem Vortrag bei uns an der Uni augenzwinkernd Up-Syndrom vorgestellt oder vorgeschlagen, weil sie Down-Syndrom irgendwie auch so negativ fand. Letztlich ist Down-Syndrom aber völlig in Ordnung zu sagen, denke ich. Wo man tatsächlich aufpassen sollte, ist alles, was in Richtung Mongolismus geht. Und auch Downy, auch wenn es wirklich oft nett gemeint ist, das erlebe ich ganz häufig, ist völlig unangebracht, weil es einfach eine ganze Personengruppe verniedlicht.